Man ist halt nicht einfach nur irgendeine Nummer. Es ist einfach ein sehr familiäres Klima hier. Die Entscheidung für die Fachhochschule war für mich nicht so schwierig. Also ich denke, grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, will ich nach Wien, will ich in eine große Stadt? Es ist eine kleine Fachhochschule, es ist sehr persönlich. Ich fühle mich wohl in Vorarlberg und es war eine ganz einfache Entscheidung für mich. Ich komme von der HLW Rankweil und mich hat dort immer schon Betriebswirtschaft interessiert. Das war einfach auch eines meiner Lieblingsfächer, hat mir gut gefallen. Wirtschaft war für mich eigentlich nie so das Thema bis vor kurzem. Und ich war auf einer Veranstaltung und es hat mich dann begeistert, eigentlich so das innovative Management. Also Wirtschaft hat mich schon früher interessiert. Das ist einfach so, ich möchte die Sachverhalte verstehen können, die wo man in der Zeitung liest oder wo man beim Handy durchscrollt. Weil ich habe das einfach nie wirklich verstanden, um was es geht. Und mir war das wichtig, dass ich verstand, was in der Welt passiert. Also der Plan ist einmal, dass ich fix im Ausland arbeite. Und am Anfang würde ich gerne in Controlling anfangen, ein paar Berufserfahrungen sammeln und mich irgendwann einmal Geschäftsführer aufarbeiten. Aber ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Also ich interessiere mich eigentlich ganz stark für Personalmanagement. Gefällt mir gut und ich möchte auch ein bisschen mit Lützen tun. Also nur Zahlen wäre für mich zu trocken. Da könnte ich mir schon vorstellen, in einer sehr marketingorientierten Firma zu arbeiten und vielleicht neue Marketingstrategien zu entwickeln und die in der Firma auch durchzusetzen. Ich glaube, die Jobchancen in Vorarlberg sind super. Also ich denke mir, dass wenn Wirtschaft abwesend ist, dass wir entweder ein sehr schönes Leben hätten oder ein sehr schlechtes Leben hätten. Das ist schwierig zu sagen. Schwierige Frage. Ich würde schätzen, dass auch so mitleutermäßig stehen geblieben wäre. Dass einfach die Gemeinschaft sehr mehr hilft vielleicht, ein besseres Gemeinschaftsgefühl ist. Aber dafür ist das Überleben schwerer, weil man einfach nur die Produkte aus der Gegend hat. Ich glaube, es wird nicht funktionieren ohne Wirtschaft. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich. Es wird irgendwas Ähnliches geben, man wird es vielleicht nur nicht so nennen, aber ganz ohne Wirtschaftler und Wirtschaftlerinnen wird es nicht funktionieren, unser System.